Musiker, liebe Gäste, Eltern und sonstige Interessierte an der Blasmusik. Ich gratuliere den Organisatoren zu dieser Idee, hier ein Festival der Blasmusik in Hildesheim bei der Musikschule Hildesheim zu organisieren. Einen schöneren Platz gibt es nicht und ich glaube, wir haben auch keine schönere Bühne für Orchester als diese, die hier entstanden ist. Dies alles mit dem Angebot über 2 Tage ist etwas, was viele Freunde der Blasmusik, ich denke auch über unsere Region hinaus, freuen wird und was hoffentlich auch viele Gäste hierher bringen wird. Die Zeit der heißen Tage ist vorbei, der Regen Gott sei Dank auch. Dann kann es jetzt wieder so langsam von vorne losgehen, wir können aufbauen und ich freue mich hier zwischen so vielen jungen Menschen sitzen zu dürfen und auch ein bisschen die Musik mitzugestalten. Das macht mir große Freude und ich würde mich freuen, wenn auch noch viele andere Menschen in unserem Landkreis daran teilnehmen werden. Der Landkreis hat ja sehr viele Blasorchester und es gibt auch viele Veranstaltungen mit Blasmusik. Das ist sehr gut so, denn ohne diese Unterstützung bei vielen Festen wären die Feste nicht einmal die Hälfte wert. Von daher vielen Dank, dass Sie alle gekommen sind. Ich wünsche dieser Veranstaltung viel Erfolg und hoffe, dass auch zu dem Benefizkonzert heute Abend sehr viele Gäste hier in diesem schönen Rondell hier erscheinen werden und daran teilhaben. Vielen Dank. Liebe Musikfreundinnen und Musikfreunde, liebe Orchestermitglieder, liebe Musiker, die alle unter uns sitzen hier und lieber Ulrich Petter, liebe Verantwortliche von der Musikschule hier in Hildesheim, von der Marienschule und natürlich vom Kreisverband, lieber Norbert Lange. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich hier heute stehen kann und gemeinsam mit dem Landrat die Schirmherrschaft übernehmen durfte. Es ist mir eine besondere Ehre und als ich gefragt wurde vor einigen Monaten, habe ich sehr schnell zugesagt. Es war zwar ein Fehler, weil ich meinen Urlaub deswegen jetzt verschieben musste, aber nein, es war kein Fehler. Ich bereue das überhaupt nicht. Ich spiele nämlich gerne hier mit und es ist eine tolle Idee, dass man uns gefragt hat, hier einfach heute mal 2 Stücke mitzuspielen. Das ist eine tolle Erfahrung und ich habe mir damals, als ich noch wirklich aktiv war, das bin ich heute leider nicht mehr, immer wieder gewünscht, in einem richtig großen Orchester zu spielen. Und ich finde, dass dieses Orchester, was ja aus 3 Orchestern, wie wir gerade gehört haben, zusammengesetzt ist, auch richtig groß ist. Und das macht, finde ich, als Musiker immer besonders viel Spaß, weil man da ein ganz anderes Klangerlebnis hat. Ich finde, das ist erstmal mal ein besonderer Applaus wert. Meine Damen und Herren, wünsche ich in den kommenden 2 Tagen, ich weiß, dass da sehr, sehr viele verschiedene Veranstaltungen sind mit ganz vielen verschiedenen Orchestern und vielen jungen Musikerinnen und Musikern, wünsche ich wirklich viel Freude an der Musik. Ich glaube, das ist etwas, was ganz wichtig ist, auch für die jungen Leute, die eben in einem Orchester spielen. Sie wissen alle, dass den Spruch Musik verbindet, den kennt eigentlich jeder und das ist wirklich so. Ich habe in meinem Leben eigentlich es immer nur erlebt, wenn man auf Musiker traf, war das immer ganz einfach. Man hatte immer sofort ein Thema, das gab nie irgendwie Stress. Das ist wunderbar und deswegen finde ich es toll, dass so viele junge Menschen auch hier im Orchester sitzen und sich der Musik verschrieben haben. Euch weiter ganz viel Spaß, nicht nur heute, sondern auch in Zukunft und Ihnen einen schönen Samstag und einen schönen Sonntag hier auf dem Blasmusikfest. Dankeschön.